Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Es ist Hammer Time. Wer verstanden hat, worauf ich damit anspiele, der hat bekommt von mir einen virtuellen Keks. Aber dafür müsst ihr, glaube ich, schon ein bisschen älter sein, um das zu verstehen. So, wir sind jetzt auf der zweiten Ebene. Und wir haben zwei dicke Hämmer im Gepäck, die jeweils drei Energie kosten. Das heißt, wir sollten vielleicht noch ein bisschen in die Richtung gehen, vielleicht doch noch irgendein Relikt abstauben, was uns noch einen Energiepunkt gibt. Dann sind wir damit ganz gut aufgestellt. Jetzt ist mal wieder die Frage, wo wir lang wollen. Das ist eine gute Frage. Wir haben 319 Gold. Das heißt, ich würde mal vorschlagen, wir werden einfach mal... Ja, ich glaube, wir fangen hier unten an. Gehen dann gleich zum Shop, sobald wir ihn hier erledigt haben. Aber zuerst spielen wir doch mal Aufrüsten. Und Schmettern hinterher. Ich habe jetzt überlegt, ob ich Kinnhaken spielen soll, aber ich will jetzt erstmal mehr Schaden machen. Weil 99 Lebenspunkte sind jetzt auch nicht gerade so wenig. Ja, das ist natürlich jetzt eine super Hand. Das ist ja der totale Wahnsinn. Konnte ich jetzt wirklich viel mit anfangen. So, Hämmern haben wir. Opfergabe. Wir probieren doch, glaube ich, erstmal. Das wird nicht reichen, oder? Moment, Knaufschlag. Das ist ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Gut, spielen wir mal Opfergabe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Situation jetzt. Hämmern macht 31 Schaden. Bam! Und du bist erledigt. Hat sich doch gelohnt. 14 Gold. Steroidtrank. Nein, sowas nehme ich doch nicht. Sowas würde ich doch niemals nehmen. Was haben wir hier? Wir haben 18 Karten. Das heißt, Doppelschlag wäre natürlich auch schon ganz schön stark. Ist halt nur doof, wenn wir auf Gegner treffen, die wirklich Schaden zurückwerfen oder uns Schaden verursachen, wenn wir sie angreifen. 14 Schaden für einen Energiepunkt. Ich glaube, ja, da sage ich mal ja. Gut, dann auf zum Shop. Was hast du denn Schönes für uns? Ein Gürtel, ein Champion-Gürtel. Immer wenn du verwundbar anwendest, wendest du auch einen schwach an. Das klingt ganz nett. 300 Gold. Es ist aber ganz schön viel. Blaue Kerze. Fluchkarten ausspielen. Der Schleifstein wäre, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Aber der flammende Hieb ist natürlich auch sehr nett. Ich wäre dann jetzt erstmal dafür. Verteidigen behalten wir. Wir schmeißen einfach mal einen Schlag raus. Wir haben schon so viel starke Angriffe. Gut, machen wir das so. Dann haben wir noch 233. Das heißt, wir können jetzt flammenden Hieb kaufen und einmal den Schleifstein. Verdammt, ich hatte drauf spekuliert, vielleicht wird ja der flammende Hieb aufgewertet, aber leider nicht. Dafür zwei Schläge. Gut, das sieht doch ganz gut aus. Will ich mich jetzt nicht mal beschweren. Wir haben schon ein paar sehr starke Karten und mit 50% mehr Damage. Ja, ich würde schon sagen, das ist schon ganz gut so. Duplikator. Dupliziere eine Karte in deinem Deck. Welche Karte möchte ich denn duplizieren? Ja genau, nochmal hämmern oder was? ja, nein, vielleicht. Wir haben so viele Angriffskarten. Ich würde fast sagen, nochmal hämmern wäre schon ein bisschen Overkill. Ich würde mal auf Nimm's gelassen tippen. Also, dass wir die verdoppeln. Will nicht wieder den gleichen Fehler machen, so viele Angriffskarten zu haben und dann so wenig, mit denen wir blocken können. Generell wäre es auch ganz gut, hier Verteidigen noch aufzuwerten. Ich weiß nicht. Flammender Hieb. Ja, Verteidigen macht jetzt eher wenig Sinn, dadurch, dass wir Flammender Hieb haben. Mal schauen. So, jetzt fehlt mir hier eindeutig Flammenwall.
Einmal, ja, aufrüsten. Gerne doch. So, einmal schmettern. Ja, dann nochmal Schlag. Komm, Opfergabe, was soll's. Und dann nochmal flammender Hieb hinterher. Und du bist erstmal betäubt. Darauf habe ich nämlich spekuliert. Dann können wir den einen Vogel gleich schon rausnehmen. Dann waren es da was. Dann sind es noch zwei. Ihr wollt beide angreifen. Das finde ich mal total doof von euch. Das ist natürlich jetzt. Du willst nur drei Schaden machen. Von daher, eigentlich müssten wir ihn hier rausnehmen. Die Frage ist jetzt nur. Ja, nein, vielleicht machen wir mal Hämmern. Bam. Kassieren wir nur 10 Schadenspunkte. Oder 4. Dank des Orikalkos. Moment, habe ich vorhin gesagt Flammwand? Oder Flammwall? Ich meinte eigentlich Flammwall. Gut. Hämmern haben wir da nochmal. Schlag haben wir auch noch. Kinnhaken. Sollte das reichen? Jawohl. Ach, die nehmen normalen Schaden. Alles klar, gut. Dir verpassen wir nochmal einen Schlag. Sieht doch soweit ganz gut aus. Da war es noch einer. 3x5. Okay. Aufrüsten. Kostet leider 2 flammender Hieb. Das ist ein bisschen doof. Gut, nehmen wir halt Schmettern und Doppelschlag kommt bei denen auch ganz gut. Allein dadurch, dass wir sie dann betäuben können und sie uns nicht mehr angreifen in dem Zug. So. Blut um Blut. Ja, gerne, gerne, ja. Gut. Lief doch ganz gut. 20 Gold bekommen. Ist jetzt nicht so der Bringer. Kinnhaken. Naja, wir haben ja jeweils eine Karte für schwach und verwundbar, deswegen würde ich mal darüber hinwegsehen. Und alle anderen Karten, nee. Max-TP. Leider skaliert die Heilung nicht mit der Max-TP. Das würde ich viel besser finden. Aber das wäre auch ein bisschen stark. Es sei denn, sie würden die so niedrig ansetzen, dass es keinen Unterschied mehr macht. Jax, nein, hätte ich sowieso nicht genommen. Lagerfeuer. Karte aufwerten ist jetzt halt. Na, wir haben halt. Naja, auf der anderen Seite. Wir haben Aufrüsten, aber wir haben auch Flammender Hieb. Hämmern wird sich aber auch lohnen. Ah, Flammender Hieb lohnt sich noch nicht so. Also, die müssen wir eigentlich ein, zweimal noch aufwerten, damit sich der Angriff richtig lohnt. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Flammender Hieb. Wir haben einige Karten, die so 2 Energie kosten oder mehr. Deswegen, ich hätte gern noch ein Relikt, das uns einen Energiepunkt gibt, auch wenn wir dann kein Gold mehr bekommen. Was soll's? Ihr wollt beide angreifen. Das finde ich ja schon mal total doof von euch. Ich nehme es jetzt zweimal gelassen. Doppelschlag, jawohl. Da nochmal Knaufschlag brauchen wir jetzt eigentlich. Ist eigentlich egal, beides 9 Schaden. Kartrop brauchen wir an der Stelle nicht. Deswegen wäre es total egal. Was uns noch fehlt, ist wirklich AOE. AOE, oje. Hämmern, jawohl. Auch wenn wir dafür nicht alles blocken können an Schaden. Oh Gott, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Gut, dann greife ich ihn lieber nochmal an. Kriegen wir so halt 6 Block durchs Orikalkos. 6x3, okay. Kinnhaken, ja. 4x3, okay. Schmettern, ja. Opfergabe von mir aus. Was kriegen wir hier? Das ist alles nicht so toll. Blut um Blut könnten wir noch spielen oder flammender Hieb. Dann spiele ich lieber nochmal Blut um Blut und das, aber das hat nicht gereicht. Schade.
Jetzt haben wir insgesamt 10 Schaden bekommen. Aber jetzt. Jetzt bist du doch Geschichte. Jawohl. Gut, 13 Gold. Leider kein Trank. Moment, wir bekommen doch noch Tränke. Ja, das mit den Truhen war da, das mit den Flüchen. Teufel, das ist auch alles nicht so toll. Max TP. Event. Parasit. Ach komm schon, Kunai. Ja, ist okay. Ja, doch, ist ganz nützlich. Und verdammter Mist, jetzt ist hier noch eine Kiste. Verfall. Ja, genau, Kriegsbemalung. Das ist ganz okay. Ja, doch, das nehme ich mit für so ein bisschen Defensive. Verdammt, jetzt müssen wir irgendwie die zwei Flüche loswerden. Schmieden. Ich schmiede. Und ich würde mal sagen, Moment, was haben wir denn noch bis da oben? Da wäre noch theoretisch ein Shop, aber ist halt die Frage, ob wir bis dahin noch so viel Gold bekommen. Deswegen, schwierig. Ich glaube, wenn wir schon Hämmern haben, sonst lohnt sich das nicht. Das sind schon 10 Schaden mehr, das ist schon ordentlich. Nehmen wir erstmal das. Gut, dann haben wir beides mal Hämmern aufgerüstet. Obwohl, intelligenter wäre es gewesen, ich hätte den Angriff aufgewertet, weil wir haben ja Aufrüsten. Okay, mein Fehler. Schmettern, Doppelschlag und nochmal Schlag hinterher. Damit bist du schon fast erledigt. Hauptsache, er hier wird nicht wieder zum Problem, der Auserwählte. So, du möchtest uns 3 Schaden verpassen. Ich würde mal sagen, ich spiele einmal nimm's gelassen. Angriff, jawohl. Einmal Schlag. Dir mal Kinnhaken verpassen, dann machst du in den nächsten Zügen nicht so viel Schaden. Verfall. Das ist ganz toll. Ganz toll. Opfergabe. Oh, ja, genau. Ganz klar. Alles klar. Verteidigen, verteidigen. Lambda Hieb und einmal Schlag. Das mit den beiden Flüchen ist jetzt echt Käse. Oh ja, das ist auch ein super Zug. Da kann ich mich gar nicht vor lauter Möglichkeiten entscheiden. So viele Möglichkeiten. Spiele ich jetzt die eine Karte oder nicht? Mann, ey. Verfall, schmettern. Nehmen wir es mal gelassen und wir bekommen, ja, schön, Schlag. Aber der Schaden von der Fluchtkarte wird vom Blockwert abgezogen. Das ist schon mal gut zu wissen. 27 Schaden, alles klar. Aufrüsten. Knaufschlag. Und Flammender Hieb bitte. Reicht leider nicht. Oh Mann. Das tut jetzt weh. Irgendwann packt da immer die Axt aus. Ich würde gerne vor dem Endboss nochmal mich. Nochmal den Angriff aufwerten und mich nicht heilen müssen. Das wäre nämlich echt doof. Max TP, ja komm, machen wir das so. Hier haben wir ein Event. Vergessenen Altar. Ja, genau. Genau. Max TP, ja komm, 41 Lebenspunkte. Da gehen die Lebenspunkte hin. 82 Gold haben wir, das heißt, wir werden es wohl nicht mehr schaffen, Fluch zu entfernen. Sei denn, vielleicht haben wir hier Glück. Glück, Glück. Oh nee, nee, dann nehme ich lieber die 100 Gold. Aber die dürften zumindest reichen, um einen Fluch zu entfernen. Mal schauen, was hast du denn für uns? Entflammen. Nee, ich glaube, da muss eher hier so ein voller Fluch weg. Und zwar der Verfall. Den möchte ich nicht haben, weil der direkt Schaden macht. 57 Gold noch. Gut. Kaum Tränke.
Bluttrank wäre natürlich schon sehr nett. Aber wir haben nicht genug Kohle. Spalten. Ja, ich würde fast sagen, wir müssen Spalten nehmen. Dann haben wir zumindest einen Angriff, der ein bisschen Flächenschaden macht. So, und hier. Lagerfeuer. Tja, was machen wir jetzt? Risiko oder nicht Risiko? Ich glaube, das wäre ein bisschen... Es wäre ein bisschen zu viel. Nee, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Nee, diesmal nicht. Ich glaube, vor allen Dingen bei ihm hier mit seinen Minions ist das halt... Nee, und wir haben kaum AOEs, von daher einfach... Ich sag's gerne nochmal, nein. So. Knaufschlag. Und einmal hämmern. Gott sei Dank habe ich noch mal den AOE mitgenommen. Gut, dann würde ich jetzt nämlich vorschlagen... Ach, das ist doch Mist. Einmal verteidigen, hämmern. Wir können dann zumindest einen von seinen Minions schon komplett rausnehmen. Ja, okay, machen wir das. Dann kann der schon mal keinen Schaden mehr machen. Dieser Steroidtrank ist jetzt auch so eine Sache. Wäre vielleicht eine Option, um den Boss dann zu finishen. Parasit. Aufrüsten. Ja, nein, vielleicht. Ich nehme es erstmal gelassen und schau mal. Ha. Einmal aufrüsten, um allein um verteidigen für den Kampf aufzurüsten. Und ihn können wir hier jetzt mal angreifen. So, du willst 10 Schaden verursachen. Da grätsch ich dir doch gleich mal dazwischen und spiel einmal Spalten. Kinnhaken, ist jetzt die Frage. Das ist gerade ein bisschen blöd. Was spiele ich denn jetzt? Schmettern. Komm, verpassen wir den Kinnhaken, dann bist du schon mal erledigt. So, 231 Lebenspunkte hat er noch. Wir haben 50. Aber jetzt machen wir weniger Schaden und haben weniger Block. Und er will gleich mal packt die Sense aus und will uns 31 Schaden verpassen. Das ist natürlich mal überhaupt nicht nett. Das wären 9 Block und durch das Ding haben wir 6 Block. Von daher, ich nehme einfach Kinnhaken. Dann waren es nur noch 23 und... 12, 13, ja, komm, einmal Blut um Blut, bitte. Nun halt absolut nicht Blockkarten zu spielen, wenn wir durch Aurikalkos jedes Mal 6 Block kriegen, weil dann müssen wir zweimal verteidigen spielen, um allein 6 Block zu kriegen. Das wären dann schon 2 Energiepunkte, die einfach so weggehen, so Spalten, Doppelschlag und nochmal Schlag. Man muss wirklich das Deck ausgeglichen halten. Sonst läuft man ganz schnell in eine Situation, wo man nur Blockkarten hat oder nur Angriffskarten, wenn man dann Block braucht. Oh, das ist natürlich jetzt auch ganz toll. Oh Mann. Knaufschlag. Ja komm, ich spiele jetzt hier Opfergabe. Ich hoffe mal... Nein, ich bekomme es natürlich nicht. Verdammt, aufrüsten, nimm's gelassen, verteidigen, ja, verteidigen, da kann ich im Prinzip nur noch Block spielen. Das wird jetzt trotzdem ein bisschen wehtun. Läuft bisher nicht so toll, 14 Lebenspunkte noch. Oh, das wird problematisch, das wird echt problematisch. Ich glaube, Houston, wir haben ein Problem. Hämmern. Hämmern ist schön und toll, aber
wenn 42. Das wird uns alles nichts mehr bringen. Ich kann jetzt hier noch Steroidtrank nehmen. Das wären dann 47. Selbst wenn ich das auf ihn hier drauf packe, den kriegen wir höchstens auf 100 Lebenspunkte runtergehauen. Ja, ne, Leute, also ihr seht ja, wie man es nicht macht. 15, reicht das? Schlag, so. Und dann einmal nimmst gelassen, was uns aber auch nicht retten wird, glaube ich. 27, nein, die machen 28 Schaden. Um ein, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe im Kopf, dann haben wir einen Lebenspunkt zu wenig gehabt. Nein! Nein! Ah, 282 Punkte. Gott, was ist denn los? Mein Gott, das ist doch hier nicht wahr. Ha, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.